Moin meine Hübschen. Es gibt mal wieder ein Video, wie man fast daran erkennt, dass ihr mich gerade in einem Video seht. Und heute geht es mal wieder um dieses ganze E-Zigaretten-Ding und zwar ums Selbermischen von Liquiden. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ja. Die Europäische Union und auch unsere Regierung haben mit so einem WHO-Beschluss mehr oder weniger durchgesetzt, die sogenannte TPD, die Tabakprodukte-Richtlinie, genau genommen Tobacco Products Directive. Und da kommen ganz hässliche Sachen auf uns zu. Also während man heutzutage noch seine E-Zigaretten liquide und vor allem auch beim Selbermischen die Grundstoffe in mehr oder weniger beliebig großen Gebinden kaufen kann, nur mal kurz eine Literpulle oder so, ist das demnächst vorbei. Da gibt es dann Sachen mit Nikotin generell nur noch in Flaschen bis maximal 10 Milliliter mit maximal 20 Milligramm pro Milliliter. Für Leute, die selber mischen wollen, ist das echt hässlich. Deswegen haben ganz, ganz viele Leute den guten Rat befolgt und sich, solange es jetzt noch geht, und das ist also Produktion noch bis November, Abverkauf dann bis nächsten Mai 2017, solange es noch geht, haben die sich mit sogenannter Bunkerbase eingedeckt. Das will schlicht und einfach heißen, dass es die Basisflüssigkeit für E-Zigaretten ohne das Aroma drin, aber mit einer sehr hohen Nikotinkonzentration, damit man nicht so viel von dem Zeug lagern muss. Das muss man halt runtermischen hinterher. Es wird ein Konzentrat gewissermaßen. Das Dumme ist, ich habe jetzt schon mehrfach mich in Chats und Foren mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, ja, ich habe mir jetzt diese Bunkerbase gekauft, weil der Dingens, der hat mir gesagt, ich soll... Aber was mache ich denn jetzt damit? Ich dieses Selbermischen und ist das nicht gefährlich und überhaupt? Nö, ist weder schwierig noch gefährlich und das machen wir deswegen jetzt mal gleich, damit ich jedes Mal, wenn ich diese Frage nochmal bekomme, dieses Video hier verlinken kann. Ja? Ich bin so ein Fuchs, ne, wie ich hier effizient bin. Wichtiger Hinweis vorweg. Das nachfolgende Video ist mit Sicherheit auch für unter 18-Jährige geeignet und zwar deswegen, weil es jeden Vorgang beschreibt, bei dem man mehrere Flüssigkeiten miteinander mischen muss in einem bestimmten Verhältnis. Es ist wahrscheinlich für Nichtdampfer aber eher bedingt interessant und unter 18 dürfte er nicht dampfen. Ne? Dürft er nicht. Macht er nicht. Lass das schön sein. Ja? Hat die Ministerin gesagt. Die zweite Sache, die ganz wichtig ist, das ist, was es jetzt inhaltlich wird. Es gibt Dreisatz, ja, also Grundrechenarten letztendlich. Es gibt Rumgepanschen mit chemischen Flüssigkeiten, da stehe ich total drauf. Panschen finde ich super. Und ansonsten gibt es nicht sehr viel. Bisschen Gelaber von mir. Wer also weder an dem Dreisatz noch an den Flüssigkeiten viel Interesse hat, der geht jetzt irgendwo anders hin zum Beispiel. Also ich sehe da drüben im Internet ist, glaube ich, was ist das? Das ist YouTube und da vorne, da ist Pornhub und dazwischen ist ganz viel anderes und ihr könnt euch entscheiden. Muss ja nicht bei mir sein, nicht heute. Ne? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Gut. Ja, wechseln wir mal die Perspektive, wa? Gut. Also, was brauchen wir denn für das, was wir heute vorhaben? Ein E-Zigaretten-Liquid ist letztendlich nichts anderes als eine Mischung aus sehr, sehr wenigen Bestandteilen. Wir haben da einmal eine Tunke, die nennt sich Propylenglykol. Propylenglykol hält gut den Geschmack von dem Aroma, das man reinmacht und macht so ein leicht, ja, soll ich sagen, nicht kratzigen, aber so dieses, dass man merkt, dass man was gedampft hat zusammen mit dem Nikotin. Dann ist Glycerin drin. Glycerin ist auch gut für die Hände. Glycerin macht die ganz, ganz großen Wolken. Und zwar nicht deswegen, weil so viel Glycerin drin wäre, sondern weil das Glycerin noch krasser als das Propylenglykol Feuchtigkeit aus der Luft anzieht. Das heißt, wenn man das verdampft und dann so kleine Tröpfchen in die Luft ausatmet, ja, dann zieht das den ganzen, das ganze Wasser, den Wasserdampf aus der Luft, die Luftfeuchtigkeit, wenn man so will. Und genau das ist das, was man sieht hier. Diese riesigen Dampfwolken sind größtenteils Wasserdampf. Beziehungsweise ganz, ganz feine Wassertröpfchen, die in der Luft vernebelt werden. Dann haben wir jetzt also Propylenglykol und Glycerin. Gerne abgekürzt als PG und VG. Das V beim Glycerin steht für vegetabil, also aus Pflanzen hergestellt. Das gibt es auch aus Mineralöl. Das hat manchmal so einen leicht unangenehmen Beigeschmack. Also man sollte schon das Pflanzliche nehmen. Was man dann noch braucht, ist Nikotin. Und irgendein Aroma. Weil reines Nikotin ein bisschen schwer zu handhaben ist, insbesondere deswegen, weil es sich
ganz beschissen in irgendwas löst, was man benutzen will. Da muss man dann mit ewig langen Rühren und Magnetrührer und erhitzen und so ein Zeug, das will man nicht haben. Deswegen verwendet man zum Anrühren normalerweise eine Grundflüssigkeit, die sogenannte Base oder Basis, die bereits Nikotin enthält. Das ist ja genau das, wo wir hier mit dieser Bunkerbasis drüber reden. Ne? Also ich habe jetzt meine Bunkerbasis nicht aufgerissen für das heutige Video. Wir machen das heute alles hiermit. Das ist eine Base mit 18 Milligramm pro Milliliter, die aus reinem Propylenglykol ansonsten besteht. Also Propylenglykol mit ein bisschen Nikotin drin. Aber das, was wir gleich rechnen, na, das rechnet sich mit anderen Basiskonzentrationen genauso. Ja? Das ist kein Unterschied. Also ob ich jetzt hier die 18er verwende oder die böse 100er aus China, ist völlig egal. Ja, stellen wir uns noch die Frage, was brauchen wir konkret? Also ganz konkret, was ich heute benutzen werde, sind Glycerin. Halt, das war die Nuller-Base. Das ist eine Basis, die besteht aus Glycerin und Propylenglykol, bereits vorgemischt in so einem Mischungsverhältnis von ungefähr 60-40. Kann man nach Geschmack auch eine andere nehmen oder man kann direkt Propylenglykol und Glycerin aus großen Behältern nehmen. Des Weiteren habe ich hier noch reines Glycerin. Warum? Das erkläre ich gleich. Und ich habe hier meine Nikotinbase mit 18 Milligramm pro Milliliter. Und weil diese 1 Liter Flaschen nicht besonders angenehm zu handhaben sind beim Mischen und ich so ein totaler Fuchs bin, ja, habe ich mir alle benötigten Flüssigkeiten hier auf solche 100 Milliliter Fläschchen gepackt. Das ist meine Nuller-Base, einfach nur ein bisschen abgefüllt mit einem kleinen Trichter. Meine 18er-Base und mein Glycerin. Beim Glycerin hat es noch einen Hintergrund. Ich habe es ja gerade schon erklärt, das Zeug ist hygroskopisch wie die Seuche zieht, also Feuchtigkeit aus der Luft ohne Ende. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit bei meiner großen Buddel hier, ja, wenn ich die benutzen würde und die immer auf und zu schraube, tue ich immer ein bisschen Luft rein und gebe dem Ganzen immer mehr Wasser. Man kann damit tatsächlich das Ganze noch mal ein bisschen verdünnen, wollte ich gerne vermeiden, deswegen nehme ich da immer gerne ein kleineres Arbeitsgefäß. Das ist in diesem Fall übrigens eine Flasche Hustensaft. Wichtig, klebt immer Labels auf das Zeug drauf. Auch wenn ihr denkt, ja, die so ein bisschen bräunlich aussieht, das erkenne ich schon, das ist die Nikotinbase und das andere, klebt immer Labels drauf. Ich rede aus Erfahrung. Ich habe schon mal beim Mischen gedacht, ich würde gerade mit meiner 3er-Base hantieren. Dabei war es die 18er. Das Ergebnis war dann ein bisschen stark vielleicht. Nicht, weil ich es nicht etikettiert habe. Ich mache sowas ja, aber mir war ein kleines Malheur passiert und es ist Propylenglykol aufs Label gekommen und dann ist es runtergegangen von der Flasche. Ach, es war ein Elend. Ja. Sollte euch nicht passieren, klebt Etiketten drauf. Das sind also diese Base-Zutaten, die wir brauchen. Des Weiteren benötigen wir ein Aroma. Das hier ist jetzt eigentlich so ein ganz normales Lebensmittelaroma letztendlich. In diesem Fall Erdbeere, ne? Weil Erdbeerliquid ist alle. Meine Frau braucht ein bisschen Wasser, also muss ich Erdbeere nachmischen. Dabei dürft ihr mir zuschauen. Dann braucht ihr ein Fläschchen, wo ihr euer fertiges Zeug reinpackt. Was man da für Flaschen nimmt, ja, das ist wirklich total eurem Geschmack überlassen. Ich persönlich benutze gerne beim Mischen hier so 30 Milliliter fassende PE-Flaschen. Die kriegt ihr beim freundlichen Chinesen oder auch bei Amazon für wirklich bezahlbare Beträge. Ja, da kosten irgendwie so 50 Stück von den Dingen, kosten 20 Euro oder so. Auch immer schön etikettieren. Bei mir steht auf den Etiketten immer drauf, wie viel Nikotin in dem Liquid drin ist, welches Mischungsverhältnis ich fürs Liquid genommen habe, also wie viel von dem Aroma drin ist. Das ist ganz praktisch, weil wenn ich so wie heute einfach was ich schon hatte, nachmische, dann muss ich hier nur schauen, wie viel es gleich wieder war. Das ist nämlich manchmal so ein bisschen experimentierfähig. Ich meine, wenn auf so ein Aroma draufsteht, man braucht zwischen 10% und 17% vom Aroma, ja, solche Angaben habe ich schon gelesen, bei Twisted zum Beispiel, dann 10 oder 17 macht schon einen riesen Unterschied. Das bestimmt man experimentell und merkt sich und schreibt es auf die Dinger drauf. Und dann gibt es viele Möglichkeiten, um zu mischen. Ja, es gibt Leute, die machen das mit einer Feinwaage. Es gibt Leute, die machen das nach Augenmaß. Ich persönlich als Freund der Laborarbeit benutze hier so einen Messzylinder. Und das ist in diesem Fall, weil ich ein 30er Fläschchen anmischen will, ein 25 Milliliter Messzylinder. Und warum ich einen kleineren Zylinder nehme, als ich das Fläschchen habe, das erkläre ich euch, wenn ich hier unten gleich tatsächlich mische. Das machen wir nämlich jetzt gleich als nächstes.
Ich sag's euch gleich vorweg, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das hier jetzt machen kann. Ja? Aber das hier ist halt meine Methode, mein Style, mein Spiel, meine Regeln. Ich mach's grundsätzlich so, ich nehme mir meinen Messzylinder und das Erste, was ich bestimme, ist, wie viel Nikotin da rein muss. Also das Nikotin brauchen wir so oder so, egal wie wir den ganzen Rest mischen, wir können erstmal abmessen, wie viel Nikotin wir brauchen. Das ist eine relativ einfache Angelegenheit. Stellt euch mal Folgendes vor. Wir haben hier eine Flüssigkeit und in der sind pro Milliliter 18 Milligramm Nikotin drin. Ja, pro Milliliter 18 Milligramm. Das heißt, wenn ich genau 1 Milligramm haben will, ja, brauche ich einen 18 Milliliter. Ist ja klar. Ja, 18 Milliliter, 1 Milligramm Nikotin. Wenn ich 3 Milligramm haben will, weil ich dampfe immer mit 3 Milligramm pro Milliliter meine fertige Base, wenn ich 3 Milliliter haben will, dann muss ich also 3 mal 1 18 Milliliter nehmen. Das ist eigentlich klar. Ne? 1 18 Milliliter ist 1 Milligramm, 3 Milligramm sind also 3 18 Milliliter. Das Blöde ist bloß, damit habe ich genau 3 Milligramm. Ich will aber 3 Milligramm pro Milliliter meiner Endtunke haben und ich habe 30 Milliliter Endtunke. Ja, das heißt, ich muss das, wo ich 3 Milligramm kriege, 30 mal nehmen. Das heißt, ich habe 3 geteilt durch 18 mal 30 Milliliter hiervon und das ist zufällig genau gleich 5. Ich hau jetzt mal gleich so eine Textkarte hier rein. Guckt. So. Auf der Textkarte seht ihr jetzt ganz eindeutig, wie es funktioniert. Man nimmt immer, und das ist immer dieselbe Geschichte, die Zielkonzentration, die man hat, also bei mir 3 Milligramm pro Milliliter, geteilt durch die Konzentration der Bunkerbase, also bei mir 18 Milligramm pro Milliliter, und multipliziert das Ganze mit der Anzahl der Milliliter, die man am Ende rauskriegen will, bei mir 30. Und das Ergebnis von dieser relativ einfachen Rechnung ist, ja, 5 Milliliter, und das ist genau die Menge von meiner Nikotintunke, die wir jetzt brauchen. So. Also brauche ich von der Nikotintunke hier, die mit 18 Milligramm pro Milliliter daherkommt, 5 Milliliter. So, das kann man jetzt mit Spritzen und so, aber ich fülle das da einfach rein. Ja, ziemlich genau 5 Milliliter. Ich benutze ganz gerne dafür die hohe Version von den Messzylindern. Diese Messzylinder, die gibt es in ein bisschen dicker und niedriger und in ein bisschen höher und schmaler. Aber bei den hohen sind die Abstände zwischen den Teilungen logischerweise ein bisschen größer, was ja weiter hochgehen muss. Und die sind einfacher abzulesen und einfacher zu dosieren, finde ich. Das ist Geschmackssache, aber ich nehme ganz gerne die hohen Teile. So. Jetzt haben wir jedenfalls hier 5 Milligramm. Es ist ein bisschen mehr geworden, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ein bisschen Milliliterchen kommt es da nicht an. Wir haben jetzt also unsere 5 Milliliter von der Tunke da, was bedeutet, dass wir insgesamt hier in 5 Millilitern, 5 mal 18, genau 90 Milligramm Nikotin drin haben, in ein bisschen Flüssigkeit. Das Ganze soll natürlich noch nicht dampfen, da wärst du ja irre dabei. So, das nächste, was ich jetzt mache, ist, es gibt noch etwas, was wir brauchen, und zwar in einem genau festgehaltenen Verhältnis, nämlich hier die Erdbeere, das Aroma. Ich habe mir hier ursprünglich mal 3% drauf notiert. Das war das, was die mir im Shop gesagt hatten, was ich nehmen soll. Problem ist bloß, das ist so für Backendampfen bei dem Aroma prima. Ich brauche da ein bisschen weniger. Ich nehme so 1,5 bis 2%. Naja, ich habe 30 Milliliter. Ja? Also sagen wir mal 1,5%, das sind 0,015, ja? Mal 30 Milliliter. Ist gleich 0,45 Milliliter von dem Aroma für 30 Milliliter Endprodukt. Gut. Kein Problem. Das kriegen wir doch hin. Ich mache das bei diesen Aromafläschchen immer so. Das ist möglicherweise für den einen oder anderen hilfreicher Trick. Ich reiße oben diese Tropfendosierer raus. Boah, ich lasse hier nach Erdbeere. Und dann klebe ich mir mit einem Tesafilmstreifen so eine Spritze hier einfach an den Rand dran. Zack. Das ist so eine 1 Milliliter Spritze, das wird häufig für Diabetiker verwendet. Hat eine Teilung bis 1 Milliliter, also wirklich sehr, sehr fein. Und hiermit kann ich jetzt ganz easy diese 0,45 Milliliter abmessen. Zack, rein damit. 0,4, 0,45, ein kleines bisschen Bonus geben wir drauf, weil mir danach ist. Ihr seht schon, es ist nicht immer eine total exakte Wissenschaft. Ja? Es ist schon ganz gut, wenn man einigermaßen sorgfältig arbeitet und wenn man weiß, was man da tut. Aber wenn man mal irgendwo einen Schlunz zu viel oder zu wenig von irgendwas drin hat, ganz ehrlich, da geht die Welt nicht unter. Weil auch am Ende, ob ihr eine Konzentration von 3 Milligramm pro Milliliter oder 3,01 habt, wen interessiert es?
So, damit haben wir jetzt hier die zwei wichtigsten Komponenten schon mal reingemessen. Das, wo es einigermaßen genau sein muss, nämlich das Nikotin und das Aroma. Nachdem wir jetzt also die Bunkerbase und das Aroma reingekloppt haben, reicht es im Grunde genommen, wenn wir das hier auf die Ziel 30 Milliliter auffüllen, womit auch immer. Weil wir werden dann auf jeden Fall in unseren 30 Milliliter Endprodukt unsere 90 Milligramm Nikotin drin haben, die wir haben wollten. Und wir werden unsere 1,5% von dem Aroma drin haben. Jetzt können wir es im Grunde genommen aus dem großen Eimer auffüllen mit der Base. Ich mache das jetzt ein bisschen anders, und zwar, ich tue noch ein bisschen Glycerin dran. Ich habe nämlich ganz gerne eigentlich ein Liquid, in dem ein bisschen mehr Glycerin drin ist, weil das so einen weichen, samtigen Dampf macht. Und deswegen haue ich jetzt einfach hier die wissenschaftlich exakt definierte Menge von so einem Schlons rein. Hier, das wird passen. Schlabberdopp. An der Stelle, was man ganz dringend braucht, sind Küchenpapier. Hier, Küchenpapier. Man will da schon sauber arbeiten. Wenn man da so Tropfen irgendwie an seinen Flaschen hat, macht man es sauber. So, das mischt sich jetzt erstmal kacke, weil Glycerin und Propylenglykol sich eigentlich gar nicht so fürchterlich gut vermischen lassen. Aber so für unsere Zwecke reicht das. So, wie viel sind das jetzt ungefähr? Na, jetzt sind wir hier so knapp bei 14 Milliliter Gesamttunke. Und diese 14 Milliliter Gesamttunke fülle ich jetzt mit meiner Nuller-Base auf. Und zwar bis ich auf 20 Milliliter komme. Schlupp, genau 20 Milliliter. Ja. Plus, minus, Messung, Genauigkeit. So, jetzt habe ich hier 20 Milliliter drin. Das heißt, für unsere Endflüssigkeit fehlen uns noch 10. Ne? Die halten wir im Kopf. Und was ich jetzt tue, logisch, erstmal abfüllen. Oh. Ja. Das ist einer der Gründe, warum ich ganz gerne diese Messzylinder mag. Weil es eigentlich ziemlich einfach ist, das hier oben über diese Auskippnase auszugießen, auch wenn man so wie ich heftig zittert. Das mache ich immer dann, wenn ich vor der Kamera stehe, weil ich glaube, dass ich tatsächlich so ein ganz kleines bisschen Lampenfieber habe, verrückterweise. Merke ich zwar so gar nicht, aber ich wüsste nicht, warum ich sonst immer, wenn eine Kamera in der Nähe ist, so fies zittern würde. Gut. Muss nicht auf den letzten Tropfen sein, so, passt. So, jetzt haben wir die ersten 20 Milliliter von unserer Tunke im Fläschchen. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich die Nuller-Base nochmal nehme und die letzten 10 Milliliter hier rein tue. Und ihr könnt euch schon vorstellen, warum ich das gemacht habe. Zip, so benutze ich nämlich meine Nuller-Base am Ende zum Ausspülen. Und jetzt habe ich hier die Kappen durcheinander gebracht. Okay, benutze es zum Ausspülen, damit nichts von den guten Sachen, hier Aroma, Nikotin etc. pp. Verloren geht. Ne? Das wollen wir ja schließlich nicht. Das schüttelt man nochmal richtig schön durch. Ja. Und es wird am Ende, es bleibt immer ein bisschen was im Messzylinder. Ja? Aber das, was jetzt im Messzylinder drin bleibt, das ist einfach nur nikotinfreie Base mit einem winzigen Restanteil noch von unserem Zeug hier. Und das ist halt das Opfer für die Partygötter. Ja? So läuft das halt. Ja. Jetzt haben wir hier in unserem Flasche ziemlich genau 30 Milliliter drin. Oh, jetzt ist mir natürlich wie immer der Dosierstopfen runtergefallen. So, hier ist er. Klack, rein damit. Deckel drauf. Fertig. Fertig? Noch nicht ganz, mein Freund. Nun zu einem Thema, bei dem sich die Geister scheiden. Viele, viele Dampfer sagen, dass diese Liquide hier jetzt reifen müssen. Ja, so, keine Ahnung, müssen zwischen 3 Tagen und 4 Wochen stehen, was weiß ich, damit die reifen. Mag sein, kann sein, vielleicht ist es nur bei den Aromen, die ich verwende, eben halt nicht so, und sonst ist es so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich finde es nicht besonders wertvoll, dass man es so tut. Ich finde, dass eine andere Aktion sehr, sehr viel besser ist, als es lange reifen zu lassen. Aber bevor ich das mache, zeige ich euch noch eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, hier den Flüssigkeitsspiegel in der Buddel? Ja? So eine klassische Art, wie ganz viele Leute mischen, ist, dass sie sagen, ja, ich tue die richtige Menge vom Aroma in so ein 30 Milliliter Fläschchen und dann mache ich es voll. Falls ihr sowas machen wollt, würde ich nicht machen. Mir wäre das zu ungenau. Dann
beachtet bitte, dass diese Fläschchen hier immer einiges mehr enthalten als das, was sie enthalten. Also hier würden bestimmt 34 Milliliter reingehen, wenn man es zur Hand voll macht. Also im Zweifelsfall mal vielleicht vorher abgemessene 30 Milliliter Wasser ran, einen Strich mit dem Edding dran oder sowas, damit ihr halt wisst, wo ihr überhaupt 30 Milliliter seid. Egal, zurück zu dem Fertigstellungsprinzip. Ich zeige euch jetzt eine Tätigkeit, die normalerweise Laborarbeitern und Chemikern vorbehalten ist. Shake it, baby. Shake it. Shake it, shake it, shake it. Wie gesagt, Glycerin und Propylenglykol mischen sich ziemlich scheiße. Aber in so einem Fläschchen hier, da oben einfach noch so eine Luftblase drin ist, kann man beim Schütteln da ganz schön Bewegung reinbringen. Und dann mischt sich das auch vernünftig. Also gerade bei warmem Wetter, wenn die Flüssigkeiten, die wir da verwenden, insgesamt ein bisschen dünnflüssig werden und alter Falter hier drin, ist es gerade echt warm. Da geht das prima. Das ist ganz gut gemischt, das seht ihr daran, dass es so wie hier so milchig wird. Ne? Da sind jede Menge ganz feine Luftbläschen drin, gerade dieses dickflüssige Glycerin hält die fest. Und wenn ihr es jetzt noch 10 Minuten stehen lasst, ist es wieder klar und dann ist es eigentlich auch gebrauchsbereit. Ich will nicht sagen, dass das mit dem Reifen Blödsinn ist. Ich will nur sagen, dass es bei meinen Aromen scheinbar nicht notwendig ist. Wenn ihr ein Aroma habt, das am Anfang erstmal total kacke schmeckt, wenn es jetzt direkt verdampft oder das total unintensiv schmeckt, ja, dann macht das Experiment, nehmt das Fläschchen, stellt es ins Regal, lasst es eine Woche oder zwei Wochen lang stehen, probiert es dann nochmal. Vielleicht hilft es und dann habt ihr nachgewiesen, dass Reifen zumindest bei diesem Aroma notwendig ist. In den allermeisten Fällen, gerade so, wenn ihr jetzt einfach das mal ausprobieren wollt, was ich hier gemacht habe, ja, einfach nehmen, kräftig durchschütteln, 5 Minuten stehen lassen, benutzen. Juhu, wir haben unser Liquid fertig. Top. Kleiner Hinweis noch von mir. Es gibt eine Sache, die ich jetzt völlig ignoriert habe und die von vielen Leuten total hoch gehypt wird. Ich sehe das jetzt nicht so. Nämlich der korrekte Anteil von Propylenglykol und Glycerin in den Sachen, die man da macht. Wie gesagt, ich verwende da die wissenschaftlich korrekte Maßeinheit, ein Schlons Glycerin noch mit rein, dann passt schon. Aber man kann das natürlich auch ausrechnen. Ja. Im Grunde genommen genau das Spielchen wie das, was ihr jetzt schon gesehen habt. Ihr würdet an dem Punkt, wo ihr die Nikotinbase und das Aroma drin habt, einfach mit genau derselben Methode ausrechnen, wie viel Glycerin ihr insgesamt in eurem Endergebnis haben wollt. Also angenommen, ihr hättet gerne so eine von diesen 50-50 Bases. Ja. Dann nehmen wir einfach mal an, dass die Nikotinbase Propylenglykol war. Das Aroma ist normalerweise auch praktisch reines Propylenglykol als Trägersubstanz. Das heißt, für 50% hätte ihr hier 15 Milliliter Glycerin gebraucht. Ja? Das heißt, ihr hättet einfach an der Stelle, wo ich den Glycerinschlons reingepackt habe, darauf aufgepasst, dass es exakt 15 Milliliter sind. Und am Ende, wo ich diese Nullerbase hier benutzt habe, hättet ihr stattdessen einfach Propylenglykol nachgekippt. Dann hättet ihr sichergestellt, dass in eurer Base am Ende genau die Hälfte Glycerin ist und die andere Hälfte Propylenglykol. Naja, und ein gewisser Anteil Wasser einfach aus der Luftfeuchtigkeit, weil es hygroskopisch ist. Kann man so machen? Ja. Ich mach das halt nicht so. Ja. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ich muss jetzt natürlich, ne, der Laborarbeiter arbeitet sauber, den verschlonsten Messzylinder hier noch sauber machen. Das ist nicht weiter wild. Der wird mit heißem Wasser ausgespült und ich verwende dafür dann immer hier noch so eine Flaschenbürste hier mit so einem Puschel oben drauf. Man kann natürlich auch ganz billige aus China kaufen. Ja, ich meine, die hier war sauteuer, die hat 9 Euro gekostet. Ja. Ich nehme immer ganz gerne die mit dem Puschel, weil man da so schön... Und dann ist alles wirklich richtig sauber. Zum Trocknen habe ich mir dieses extrem professionelle Gerät hier gebaut, ja, wo ich dann hinterher einfach die umgekehrten Sachen draufstelle. Das mache ich auch, wenn ich die Fläschchen auswasche. Und das dann so stehen lasse, bis es trocken ist. Und das war es eigentlich schon. Euch ist noch eins aufgefallen. Der dicke Zappes, ne? Der hat keine Schutzbrille gehabt und keine Gummihandschuhe und keinen Neoprenanzug. Beim Mischen mit 18 Milligramm. Oh Gott, wie kann er das wagen? Ja, mal ganz ehrlich. Es gibt immer mal wieder so die Behauptung, dass Nikotin so schrecklich giftig ist und
Und wenn man da so eine 18er Base hier, so wie die, wenn da so wie hier Tropfen dran sind und man kriegt die an die Finger, dann ist das Erbgut verändert, man selbst stirbt, die Kinder sterben, die Katzen fallen tot um und das ist natürlich alles kompletter Bockmist. Erstens ist es tatsächlich so, also gerade hier bei der 18er Base, dass sogar die Menge Nikotin, die in so einem Tropfen da drin ist, den ich vielleicht mal auf den Finger kriege, ist wahrscheinlich immer noch weniger als das, was ich mit dem Zug aufnehme, wenn ich das Zeug dampfe. Und zweitens wird Nikotin durch die Haut praktisch überhaupt nicht aufgenommen. Also da, man könnte sich wirklich einen großen Glob von so einer 48er Base über die Hände schütten und danach müsste man eine Sache tun, die in Labors auch verbreitet ist. Man müsste sich die Finger irgendwie mal waschen, aber allein schon deswegen, weil es klebt wie die Seuche. Also macht euch da nicht zu viele Gedanken. Also wenn das Zeug jetzt nicht gerade literweise, dann passiert da nichts. Das ist völlig übertriebene Panik machen, was man da manchmal sieht, wenn Leute ihre 6er Base mit Handschuhen und Schutzbrille anmischen. Das ist Quark. Gut. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. Und aus diesem Grund bleibt mir nur noch zu sagen, Leute, habt Spaß beim Mischen. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich vielleicht wieder irgendwas ganz anderes mache. Bis dahin, tschüssing. Jetzt habe ich ganz vergessen noch zu erzählen, dass man nach demselben Prinzip auch Gin Tonic herstellen kann. Ja, egal. Ich glaube, das können Sie sich auch so denken.